Was macht denn der Vogel hier drin? Selbstgespräche führen. Rumtüfteln. Befindet sich in Arbeit. Kann keine zweite begonnen werden. Ach so, befindet sich eine Erfindung in Arbeit. Hab mich schon gewundert. Der hat doch gar keine Arbeit. Aber er muss zur Schule. Hoppala, der hat eine rote Aura. Eine böse Aura. Ach, der ist ja Imperator. Stimmt ja, der ist ja Imperator des Bösen. Hoppala. Das hatte ich total vergessen. Siehst du mal, nein, wird nicht bezahlt. Spinnt ihr oder was? Die Wackelmannschaft für Johannes fährt in etwa einer Stunde. Das ist schön. Stinkbombe. Moment mal, Kollege. Nein. Nehmen. Aufstellen, Arschloch. Gibt's denn sowas? Nehmen. Reingehen, Essen fassen. Sonst Arschtritt. Ich glaube, jetzt geht's los, ey. Ich lass dich gleich mal um den Block rennen. Hier fliegt ein Kind vorbei. Also, mal ganz ehrlich. Hallo? Zwei Bugs auf einmal. Titi Holstein. Den Namen habe ich nicht ausgesucht. Cedric Libelle, die kommen hier an, ne, die Vögel. Peter Tackchen, den hab ich gebastelt. Dürfte ich mal erfahren, was ihr hier macht, ihr Vögel? Was wird das, wenn es fertig ist? Was machten die eigentlich da oben? Erwin! Magst du schon wieder? Sämtliches Geschirr spülen. Arschfalde. Consuela hochnehmen. Komm hoch. Arschloch blödes. Nimm die Kleine hoch, nimm sie mit runter. Ich weiß, warum sie die immer im zweiten Stock ist das jetzt, glaube ich. Ja, ist der zweite Stock. Warum tragen sie sie da oben auf? Hier hingehen. Automatisch. Dann haben wir ihn noch. Chana hochnehmen. Kinder bleiben im Erdgeschoss unten, da können sie keinen Schaden anrichten. Die können eh nicht die Treppen benutzen. Erwin. Also was, egal. Hier hingehen. Mit Kind. Lass das Kind ja nicht fallen, ey. Hier hingehen. Was hat die für Bedürfnisse? Schlecht gelaunt. Hätte gerne ein bisschen Spaß. Sie hat eine schmutzige Windel, er hat Hunger. Auf Boden füttern. Hör auf damit. Windel wechseln. In Luft werfen. Kitzeln. Kuscheln. Dankeschön. Auf Boden zu denn? Wo rennt er denn jetzt hin? Komm nicht auf dumme Gedanken, schwöre ich dir. Ich mach dich blatt, ey. Hat er einen kleinen Unfall und stinkt fürchterlich. Na, hervorragend. Was macht er jetzt hier?
Ausleeren. Jawohl, richtig. Wunderbar. Selbstgespräche führen. Die hat jetzt Hunger? Auf Boden füttern. Hier wird nicht getrunken. Ein Eckerklo. Füttern. Windeln wechseln. Windeln wechseln. Wie gibt's denn sowas jetzt? Laufen die Kinder zu ihm? Oder was? Du arbeitest in 4 Stunden, deine Ding ist irgendwie im Arsch? Nein, nicht ganz. Energie, wir könnten noch ein bisschen was machen. Was ist mit ihm? Er ist schon blau angelaufen. Bei ihm, er muss zur Arbeit. 1 Tag, 3 Stunden. Ach, das geht noch. Kaffee saufen. Auch nicht schlecht. Wie wär's denn, wenn du mal ein bisschen was zu fressen magst? Mittagessen, essen, Mittagessen servieren. Du bist doch Köchin, oder? Was willst du eigentlich werden? Renaissance-Sim. Wahre Gelehrte sind mit einem einzigen Fachgebiet nicht ausgelastet und mit Mittelmäßigkeit geben sie sich schon gar nicht zufrieden. Es gibt doch so viele... Ja, natürlich. Richtig. Hier. Ache Internet. Natürlich. Stinkmeister, du hast da was fallen lassen. Sieht aus wie Pipi. Oh, da ist auch was passiert. Ich glaube, jetzt geht's los hier. Geh hingehen. Abschleben, alle außer mir. So. Hätten wir das Problem auch gelöst. Kümmerst du dich vielleicht jetzt endlich mal um die Kitties? Oder muss ich dir ins Gedärm treten? Hab ich kein Problem mit. Ach, und der Zündelmeister sitzt mal wieder und sauft Kaffee. Die Party von Bonner geht bald los. Vielleicht solltest du langsam mal etwas vorbereiten. Wieso? Ist doch alles vorbereitet. Der Müll liegt am Boden. Auf dem Tresen stinkt und qualmt. Naja, fast. Da guckt, da stinkt und qualmt. Weiterkochen. Achso, weiterkochen. Nö, nee, wieso? Weiterkochen. Lass doch. Bonner, was ist mit dir? Ach, der ist in der Schule. Johannes hat sein Tagwerk vollbracht. Johannes hat heute 241 Semolons verdient. Und? Ja, genau. Durch die Wand wischt er. Das muss mir mal einer erklären, wie das funktionieren soll. Das ist ja fürchterlich, die Musik hier. Klingt irgendwie, als hätten sie einen von der Arche die Hoden. Ach, der hat ja sowas gar nicht. Ein Papa-Nazi. Papa-Nazi, auch ein Papa-Nazi. Ach nee, Selina Morgan. Och, guck, schau, ein Nazi. Papa. Mardoon, Sir. Hm? Du Schwarz, ich weiß. Blub, blub, blub. Des Aire, du heißt Papa. Und dein Nachname ist Nazi. Und dein Alter, du bist ein Rentner. Und, Susu. Nein. Deine Haare sind blau. Lila-blau? Orange-blau? Wie wär's mit schwarz? Oh, es passt irgendwie. Klamottenmäßig, wie sieht's denn klamottenmäßig aus? Wie wär's denn mit... Schwarz.
Ja, das können wir so lassen. Hier, da guck. Krieg ich vielleicht auch mal. Also. Die Schuhe. Schwarze Schuhe. Krieg ich vielleicht jetzt auch die Hose? Oder kann man die nicht? Hier, Gürtel. Ja. Hat was. Würdest du jetzt eventuell. Ah. Hier guck, schwarz. Alles schwarz passt. Sogar eine schwarze Uhr, die habe ich nicht gemacht. Die hat er schon vorher gehabt. Deine Persönlichkeit. Du bist was? Du bist ein Glückspilz. Nee, du bist auf keinen Fall Glückspilz. Du bist ein Partylöwe. Du hast leicht Schlaf, bist freundlich, bist kokett. Du hast wohl einen Arsch offen oder so. Das können wir so lassen. Deine Merkmale sind mir wurscht. Fisch, Froschschenkel, benutzer definierte Musik, schwarz. Ich hab's gewusst. Pablo Herbie. Teufelglow. Miapsa. Oh, Bratzel. Eblikanderoi. Du bist noch Jungfrau. Können wir so lassen. Na? Servus. Nächste Altersstufe. Und weiter geht's. Papanazzi, Paparazzi. Zur Arbeit fahren. Wie wär's denn mit Laufen? Wer ist denn jetzt. Ach so, ja, die kommt ja zu unserer Party. Wie wär's mit zur Arbeit fahren? Trauern. Bettelt um sein Leben. Ihr seht mich nicht. Was? Ohnmächtig werd. Denn. Krieg ich vielleicht das. Nein, du verschwindest nicht, du bleibst da. Nein, jetzt. Das ist doch wohl eine Frechheit, ey. Hat sich der Papanazi einfach so aus dem Staub gemacht. Feiges Wiesel. Ach du, Igitt. Ich bin blind. Geworden. Egal. Matt findet das Bona okay. Es ist nur Schnelländer. Spezial, rebellisch. Über momentane Situation beschweren. Da kann ich doch nichts dafür, du Arschlappen. Die Erde ist eine Scheibe. Links oder rechts an die Fresse hauen. Für die Aussage. Hoppala. Das ist natürlich ja nicht gut, bitten zu gehen. Spezial, rebellisch, über rebellisches Verhalten reden. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Wo ist er denn eigentlich, unser Vogel? Da ist er. Da ist doch gerade was vorbeigewieselt. Wo rennt denn er jetzt bitte schön hin? Schnauze voll oder was? Der erste Gast ist da. Zeit, die Party in Gang zu bringen. Damit die Party ein Erfolg wird, solltest du dafür sorgen, dass sich alle gut amüsieren. Ja, genau. Richtig. Der erste ist schon geflüchtet. Mit Recht. Also, das will nur noch die Alte hier. Irgendwie. Nicht du. Du! Cappuccino.